Okay, eine tolle Nudelsuppe euch allen zur 55. Folge von Ni no Kuni. Wir machen hier jetzt weiter mit dem Auftrag, irgendwelche Piraten hier jagen, die Richtung links hier irgendwo sind, Laguna. Das dürfte diese Richtung sein, wenn ich mich nicht irre. 4 Stück sollten es sein, aber ich sehe hier keine Piraten. Wo ist Laguna nochmal? Da unten irgendwo, ne? Genau, hier sind wir dran vorbeigefahren. Das war die Insel, wo wir die Krabbe da suchen mussten. Und, da sind die Piraten. Genau, die Schiffchen hier müssen wir wahrscheinlich angreifen. Dann mal los. Zum Bootsmann. 3 Stück. Schon wieder nice. Und hier auch wieder, oder? Nein, kein nice? Doch. Okay, mein Controller ist wieder fast leer. Ja, Stufe 31 reicht. Du hast ein Piratenschiff vertrieben, 3 Schiffe sind noch übrig. Das ist dann wohl Nummer 2. Oh, 4 Sambootsmänner. Das sollte doch kein Problem sein, oder? Gehen wir gleich auf allgemeinen Angriff. Okay, gegen 4 kann mein Greif hier auch nicht viel machen. Wird immer mal wieder gestreichelt von den Bootsmännern hier. Es ist kein Streichel so, also bleib weg hier. Oh, Esther scheint verflucht zu sein. Okay, ich muss jetzt mal kurz auswechseln, weil mein Greifi hat hier niedrige Ausdauer. Aber mein Wichtel kann hier gegen die schon etwas anrichten. Auch wenn nicht ganz so viel wie mein Greifi, aber mal hin. Ah, ich hatte ja vorhin bei den Aufträgen Waffen bekommen. Moment, wollte ich mal gucken, ob ich hier mal wieder was Neues ausrüsten kann. Ja. Oh, 225, 216. Genauigkeit steigt hier ein bisschen. Nein, ich gehe ganz auf Angriff. Ist schon in Ordnung so. Mal gucken, ob ich hier noch ein bisschen was schaffe. Ja, es geht auch. Das Ding hier interessiert mich nicht. Du hast leider nichts weiter. Das Ding hier. Auch nichts. Habe ich eigentlich schon. Verdammt. Okay, getragen und im Beutel. 1-1. Warte mal, aber hier Dings kannst du doch irgendwie. Nein? Magische Verteidigung. Okay, aber die normale Verteidigung. Machen wir mal das hier. Schuppen. Haben wir für den hier mal was? Nein. Für Grund haben wir hier nichts. Und für unseren Kraftprotzen auch nichts. Das Ding hier kann nur. Eigentlich ist das scheißegal, weil das will ich ja nicht normal im Kampf einsetzen. Okay,
Okay, dann machen wir jetzt hier weiter. Ja, wo sind sie? Ja, da ist eins. Wo ist denn das Viertel? Ne? Komm her. Alter. Alter! Hey, mach doch mal. Doch. Mir fehlt jetzt eins. Oder kommt das dann, sobald ich hier den hier als kaputt gemacht habe? Sozusagen als Boss oder so. Möglich, aber... könnte aber auch nicht sein. Ich weiß ja nicht, wie das Spiel hier denkt. Das Ding kann auch ablaufen, allgemein Angriff und so. Oh, hier. Über Nike, Stufe 27. Ja. Genau. Das habe ich irgendwie schon befürchtet. Das ist direkt in uns gespawnt. Das ist ziemlich schnell. Könnte jetzt irgendein Boss sein oder so. Ne? Stehen. Ja, genau. Captain Zombo. Ich wusste es, es gibt sowas wie einen Boss hier. Nein, wir machen zuerst die anderen alle. Oh, stopp, stopp, stopp. Okay, es geht so nicht. Lass mich bloß in Ruhe, Alter. Ey, das ist jetzt nicht wahr, oder? Komm schon. Ist der Chef? Gibt's doch nicht. Hab ich der extra noch ein Weißbrot gegeben, damit die noch überlebt, ne? Dann hat sie doch. Doch wohl nicht. Ich muss wieder alles mit dem Kreis hier erledigen. Okay, das war's dann mit Kreisi. Ausdauer. Eine mehr. Was ist denn los? Alfie, du musst es erledigen. Ich weiß es. Das war's dann auch mit diesem Auftrag. Ich weiß jetzt echt nicht, warum ich hier so versagt habe. Alle Piratenschiffe wurden vertrieben. Fein. Würde ich mal sagen, da wir schon mal in der Nähe sind, können wir auch gleich wieder zurückfahren. Und versuchen uns nicht angreifen zu lassen. Okay, die haben auch Schiss vor uns. Wir müssen uns jetzt mal im Katzenkorb ausruhen. So doof wie es jetzt ist, so kann ich nicht mehr kämpfen. Sollte mir vielleicht doch ein paar Heiltränke oder sowas kaufen, die ein bisschen stärker sind als Weißbrot. Warte mal, ich muss doch hier unten. Hey. Ja. Ich bin kein guter Schiffskapitän hier. Wir wären jetzt schon bestimmt 10-mal gesunken in dem Spiel.
Ich hoffe, wir kommen jetzt hier ohne zu kämpfen durch. Es wäre nicht so gut, wenn wir angegriffen werden. Oliver ist ja schon fast am Ende. Esther ist total am Ende. Und auch Sven ist ein bisschen angeschlagen. Jetzt sind wir eigentlich sehr gut durchgekommen, würde ich sagen. Eigentlich keine größeren Probleme gehabt bis jetzt. Wo man sagt, dass ich hier 10-mal versuchen müsste, irgendeinen Boss zu besiegen. Nein, Boss hatte ich eigentlich meistens beim ersten oder zweiten Versuch schon geschafft. Hey, lass uns mal ausruhen hier, bla 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 und so weiter und 140 Gulden, naja, das bisschen habe ich noch, Kleingeld. Ja, Fortschritt speichern von mir aus. Dann können wir jetzt auch diesen Auftrag abgeben. Ja, ja, bla bla. Gute Reise, mir auf Wiedersehen. Oh ja, da hinten war das, genau. Juhu, ich kann springen. Und es bringt mir überhaupt nichts. Hey, okay. Wir haben diesen Piraten dort nicht gezeigt, wie versprochen. Wirklich, das ist eine außergewöhnliche Leistung, beeindruckend. Hättest du mich bloß in Aktion gesehen, zuerst habe ich ihnen einen linken Haken verpasst, dann den rechten, dann noch einen linken. Ah, du hast eigentlich überhaupt nichts getan, du bist einfach nur am Rand rumgetanzelt und so und du hast überhaupt nichts gemacht, Mann. Und dann gibst du sowas an. Tröpfchen, du bist so ein Angeber und Lügner. Ey, das Vieh kann man doch eigentlich nur hassen, oder? Da waren hunderte von denen. Nein, tausende. Okay, das ist jetzt eine totale Lüge. Das waren vielleicht, wie viel? Das waren 2x3, 1x4. Sind, okay, dann nochmal 5. Das waren vielleicht 15 oder so. Aber die hatten keine Chance gegen den Zorn einer Fee. Hab's hier alle über Bord geschmissen. Jetzt übertreib mal nicht, Tröpfchen. Du hast doch die meiste Zeit nur zugesehen. Das hab ich dir die ganze Zeit gesagt. Verflixt nochmal, Olli. Du willst auch wirklich immer den richtigen Zeitpunkt, was? Genau. Wegen dir sieht's jetzt aus, als hätte ich nur eine große Klappe, aber nichts dahinter, dieser... Ja, was, diese jungen Leute von heute, unglaublich. Ja, diese alten Feen von heute, unglaublich, was die so alles hier heute so für Lügenmärchen erzählen. Wenn man nur die große Klappe haben und nichts dahinter, wirklich. Ho, 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 ihr seid wirklich ein Paar. Nein, das sind wir nicht, nein, der gehört nicht mehr zu mir. Der rennt mir eigentlich immer nur hinterher, obwohl ich nicht weiß warum. Aber egal, so gelacht habe ich schon seit Jahren, schon seit langem nicht mehr. Aber ihr habt mir einen noch besseren Grund gegeben zu lachen. Dank euch erhält meine Schwester endlich ihre Arznei. Ich bin unbeschreiblich dankbar. Ich möchte euch gern für alles danken, was ihr getan habt. Das ist für euch. Einen Piratensäbel und 1000 Gulden. Yay. Und dazu nochmal ein paar Stempel. Können wir sehr gut gebrauchen. Stempelkarte schon wieder voll. Gibt's ja nicht. 6 Verdienststempel. Und immer noch keinen weiteren Bonus. Was soll der Scheiß? Tagebuch. Stempelkarte anzeigen. Stempelkarten 4. Wir haben 4 Stempelkarten. Was können wir uns denn da holen? Fennigfuchser. Gegenstände zu einem etwas günstigeren Preis einkaufen.
Menge an Erfahrung, die man im Kampf gewinnt. Das wäre natürlich toll. Sammelt sämtliche Essenz ein, die am Ende des Kampfes auf dem Schlachtfeld verbleibt. Oder verringert die Kosten dafür, das Spiel fortzusetzen, nachdem du im Kampf besiegt wurdest. Da ich das sowieso nie brauchen werde, da ich sowieso immer wieder neu lade, können wir das hier schon mal weglassen. Würde ich mal sagen, Erfahrung. Ich glaube, ich will mehr Erfahrung. Gehen wir doch gleich mal... Hoppla. Gehen wir doch gleich mal zum Auftragsexpress und holen uns unsere neue Belohnung. Hier noch ein paar Gulden. 30. Sind auch nur wenig. Viel zu wenig Kohle hier. Wir sollten vielleicht mal 100 oder so da reinstecken. Da würde es sich vielleicht lohnen, aber 30. Ich meine, im Kampf verdiene ich schon fast das Zehnfache. Was soll der Scheiß? Was soll ich mit 30 Gulden? Gibt's hier wieder was Neues? Hallo? Nichts Neues. Im Gang. Alles im Gange. Nur noch ein paar Fragezeichen, die wir hier bald lösen werden. Monsterjagden. Auch alle im Gange. Gibt noch nichts Neues. Achso, okay, Belohnung. Bla. Streberbelohnung eintauschen, ja, wollen wir. Dann haben wir jetzt nur noch eine Stempelkarte. Das heißt, wir brauchen wieder nur zwei Stempelkarten, die sowieso bald wieder voll sind. Nachdem wir die jetzigen Monsterjacken noch beendet haben. Und auch unsere Aufträge. Wir könnten ja... Moment. Genau. Wir reisen einfach mal kurz. Ich glaube, ich hatte hier schon alles beendet in Schweinfurt. Unser nächstes ist in Katzbuckel. Ja, wir brauchen immer noch Güte, bis wir zurück zum Feenfrost können. Das heißt, wir reisen nach Katzbuckel. Ach, wie schön. Muss ich mal kurz was trinken. So. Vor Katzbuckel stehen wir hier. Lange nicht mehr hier gewesen. Schön. Gehen wir nochmal rein. Mal sehen, was sich hier Feines verändert hat. Und da werden wir auch gleich mit einem Grün überrascht hier. Mal sehen, was der hier Feines hat. Oh, die Kleine hier, oder? Es sieht jetzt viel besser aus. Bald wird er wieder gesund sein. Aber bis dahin darf niemand davon erfahren. Was machst du da? Hoppla, du hast mich erschreckt. Was? Was hab ich gerade gesagt? Was? Also, was ich gerade gesagt habe, ist ein Geheimnis, okay? Wie? Entschuldige, ich habe nicht aufgepasst. Was ist ein Geheimnis? Oh, na gut, also ich habe diesen armen Mähdrescher gefunden. Und ich habe mich um ihn gekümmert und ihn vor allen versteckt. Einen Mähdrescher? Das ist doch so ein Monster, oder? Ist das nicht ein bisschen gefährlich? Es ist nicht gefährlich. Er ist ein ganz braves Lämmchen. Zuerst hatte er Angst vor mir, aber jetzt sind wir die besten Freunde. Verdammt, mich ein wildes Viech als Freund. So was kriegt nicht jeder hin. Aber das ist echt nett von dir, sich um das verletzte Kerlchen zu kümmern und alles, nicht? Stimmt, ihr Herz muss vor Güte platzen. Ihr Herz muss vor Güte platzen. Ist das eine Drohung oder was? Dein Herz muss vor Güte platzen. Ihr verratet es aber niemandem, oder? Mami wird sich aufregen, wenn sie was davon erfährt.
Die steht doch direkt daneben, oder? Ist das nicht deine Mutter? Hm, na egal. Natürlich, aber können wir dich um einen Gefallen bitten? Okay, was kann ich tun? Könntest du ein paar Sekunden lang stillhalten? Okay, wir warten nicht gleich die Antwort ab, wir reißen hier gleich das Herz raus. So macht man das heute als Zauberer. Und wir haben die Güte erhalten. Das wohlwollig warme Geschenk der Großkotzigkeit, der Großzügigkeit. Das Güte erhalten. Oh, mein Herz fühlt sich ganz leicht an. Na gut, ich sollte jetzt wirklich nach meinem Lämmchen sehen. Jetzt hat sie keine Güte mehr, jetzt schmeißt es einfach raus. sollte hier in Katzbogel nicht irgendwo jemand sein, der einen Auftrag oder so für mich hat? Wahrscheinlich im Norden da, ne? Stimmt, da geht's ja auch noch lang. Hier ist mal wieder was. Wow, 5 Gulden. Wir sind reich. Gucken wir uns mal hier hinten um. Ist noch nichts weiter. Juhu. Ich kann springen. Mal sehen, was haben wir denn hier für eines? Ja, da sind die 2 Aufträge und da gibt's noch einen grünen. Mal sehen, was er, sie, es bei sich hat. Es ist eine sie. Und was hast du für eines für mich? Ach, seufz. Ich hoffe, er kommt bald nach Hause. Okay. Ich hoffe, er kommt bald nach Hause. Könnte Sehnsucht sein, oder? Gibt's hier sowas? Ist alles in Ordnung? Sie sehen aus, als hätten sie Kummer. Okay, reiß mir mal den Kummer raus und gib ihm jemand anderen. Oh, es ist wegen meines Mannes. Weißt du, er ist ein Entdecker. Ein Entdecker, ist klar. Er ist oft monatelang unterwegs und diesmal ist er an einem sehr gefährlichen Ort gereist und ich habe seit 2 Jahren nichts mehr von ihm gehört. Tja, das wird wohl bedeuten, dass er tot ist, oder? Ui, seit 2 Jahren? Auch das gehört sich aber nach einer einsamen... Was? Das hört sich aber nach einer einsamen Existenz an. Aber ich mache mir keine Sorgen, schließlich ist er der größte Entdecker der Welt. Tja, war es mal. Was ihm auch zustoßen sollte, er findet immer den Weg zu mir nach Hause. Sie glauben wirklich an ihren Mann, oder? Das kannst du laut sagen. Was für eine Ehefrau, ganz nach meinem Geschmack und randvoll mit Glauben. Danke. Ich bin sicher, dass er bald einen ganz neuen Kontinent entdecken wird. Sagen Sie mal, dürfte ich Sie um einen Gefallen bitten? Würde Ihnen das etwas ausmachen? Ein Gefallen? Was für ein Gefallen? Sie würde uns wirklich sehr helfen, wenn wir etwas von Ihrem Glauben ausborgen dürfen. Mein Glauben ausborgen? Aber natürlich, das klingt doch großartig. Ja, vielen Dank. Warte mal, Olli, davon hast du... Blablabla. Ja, toll. Den Text kennen wir schon, den brauche ich nicht nochmal 10-mal vorzulesen. Ich bin einfach nicht der Typ für Monsterjagden. Vielleicht sollte ich mich zur Ruhe setzen. Das Soldatenleben ist einfach nichts mehr für mich. Aber Herr Feldwebel, woher dieser plötzliche Sinneswandel? Tja, woher wohl, ne? Ist alles in Ordnung? Ach, der Feldwebel, mit einem Mal redet er davon, die Uniform an den Nagel zu hängen. Okay, der hat wohl seinen Glauben verloren. Da haben wir doch schon wieder den Glauben hier. Mir fehlt einfach der Kampfeswille. Und diese Bestien machen mir Angst. Okay, also braucht er Mut, oder was? Sagen Sie so etwas nicht. Was ist nur mit Ihnen geschehen? Sie waren doch der tapferste von uns allen. Hä? Tropfchen, glaubst du auch, dass dem Feldwebel der Mut abhanden gekommen ist? Er sieht aus, als hätte er ein gebrochenes Herz, nicht wahr? Was willst du nun dagegen unternehmen, Olli? Ja. Was willst du nun dagegen unternehmen, Olli? Ja. Machen Sie sich keine Sorgen, bald wird der Feldwebel wieder den... Was? Ein mutiger Soldat sein, versprochen. Glaubst du wirklich, dass du ihm helfen kannst?
Keine Sorge, Mann. Wir holen uns ein bisschen Mut und sind ratzfatz wieder da. Wieder hier. Ja, wundervoll. Ich guck mal gleich nach. Habe ich Mut dabei? Nein, Mut ist leider ausgegangen. Brauche ich jetzt schon zweimal. Scheiße. Was braucht der hier? Okay. Oh, das Kätzchen hier braucht was. Hallo. Miau, schon wieder Schule. Mounts. Das ist das langweilig. Ja, finde ich auch. Habe in der Schule auch nur geschlafen. Was ist los? Du weißt doch, dass alle Kinder zur Schule gehen müssen, oder? Aber Katzen müssen doch nicht zur Schule gehen, Mann. Die sollen zu Hause warten. Bis man nach Hause kommt und dann lassen sie sich schön streicheln, schnurren einem was vor und so weiter. Aber das ist so anstrengend. Ist doch alles für die Katz. Ja, ist für dich. Ja, du gehst für dich zur Schule. Wenn du es nicht brauchst, ist es natürlich für die Katze. Was ist nur los mit mir? Bis gestern noch bin ich so gern zur Schule gegangen, um mit den anderen Kindern zu spielen. Oh, das kleine Fräulein leidet wohl an einem gebrochenen Herzen. Wirklich? Bist du dir da sicher? Absolut. Der fehlt Enthusiasmus eindeutig. So war ich, rank und schlank bin. Nur Olli, hilfst du ihr oder was ist? Ja, natürlich, Schulprobleme. Ja. Ihre Freunde machen sich sicherlich Sorgen um sie und sie kann nicht wirklich, was? Sie kann nicht einfach die Schule schwänzen. Wir müssen etwas unternehmen. Ja, das ist wirklich tragisch. Dann auf die Jagd nach Enthusiasmus, Junge. Los. Ich habe Enthusiasmus dabei und wenn ich den jetzt abgebe, will ich sowieso. Leide ich unter Enthusiasmusmangel. Alles klar, Zeit für den Zauber. Herzschinken und eine ordentliche Ladung Enthusiasmus. Okay, schenken wir ihr Enthusiasmus. Da ist es. Mein letztes Stück Enthusiasmus. Wie kannst du es nur so vergolden? Na egal. Miau, wie viel Uhr ist es? Oh nein, ich werde zu spät kommen. Mounts, das ist ja schrecklich. Dann solltest du dich beeilen. Deine Freunde in der Schule warten sicher schon auf dich. Das werde ich, danke. Oh, hier schnurre ein kleines Dankeschön. Danke. 3 Stücke Schokoladenkonfekt und 57 Gulden. Mann, das kleine Mädchen hat aber so viel Kohle bei sich. Keine Ahnung, wo die das her hat. Die geht auch noch zur Schule. Ist das hier etwa ihr ganzes Taschengeld oder so? Okay. Wir brauchen immer noch Mut. Ich glaube, wir brauchen jetzt schon zweimal Mut, oder? Sag mal. Nein, doch nicht. Ich dachte, hier ist jetzt... Verdammt. Hätte ja sein können, dass ja eine Taube hier in Katzbuckel ist, aber nein, wurde ich leider wieder enttäuscht. Achso, die hier. Wir haben leider noch zu viel von dem Zeug, was sie hat. Okay, was steht da als nächstes auf der Liste? Witzlose Bude. Güte. Sag mal, habe ich gerade Güte oder so dabei? Genau. Ja, wir fliegen, reisen zurück zum Feenforst. Dort werden wir unsere Güte erstmal los. Damit wir das jetzt mal von oben nach unten abgearbeitet haben. Okay, wo ist der? Oh.
Das sind sogar noch mehrere. Scheiße. Muss ich jetzt erstmal den richtigen finden. Fangen wir mal hier oben an. Was braucht der nochmal? Das hat keinen Sinn, ich habe zu viel Angst. Achso, der braucht Mut, alles klar. Das war der, der Mut braucht. Und du brauchst Güte, genau. Machen wir mal Herz schenken. Und tada! Haben wir das auch mal gelöst hier? Wie? Was zum... Hatte er nicht ein gebrochenes Herz oder sowas? Wie ist es? Oh. Tut mir leid wegen vorher, Leute. Noch so einen schönen Tag und so. Verdammt nochmal, Mann. Der hat sich ja kaum verändert. Naja, also er scheint ein ganz kleines bisschen fröhlicher zu sein, oder nicht? Ehrlich, Mann, du verdrückst dich mal für 5 Minuten und schon geht die ganze Gattung der Feen den Bach runter. Beehrt uns bald mal wieder und so. Hier ist ein Geschenk für dich. 3 Kugeln Karfunkeheiß und 300 Gulden. Aber nur 2, Stempelchen. Was war mit dem hier nochmal los? Achso, ja, stimmt. Genau. Der braucht ja sein Zeug wieder. Wir werden mal kurz die Fledermäuse suchen gehen. Mal gucken, ob wir es jetzt hinkriegen. Oh, wir sind schon wieder bei 32 Minuten. Nur einmal probieren und in der nächsten Folge dann komplett machen. Wäre ja toll, wenn wir jetzt hier eine Fledermaus dazu bringen, uns das Zeug zurückzugeben. Nein, du bleibst stehen. Du bleibst... Alter. Scheiß Viecher, Mann. Komm, du hast aber eine Fledermaus bei dir, oder? Yay. Okay, werden wir mal... Hä? Scheiße. Alter. Habe ich mir jetzt nur darauf verlassen, dass hier was angezeigt wurde, ne? Muss ich jetzt mal kurz... Nein, hier Fähigkeiten. Schnitter, Schmetterschlag. Nein, ich werde mal kurz den Schnitter hier gegen Sandstreuer austauschen. Alter, das gibt's doch nicht. Da ist eine Fledermaus und ich habe keinen Sandstreuer dabei. Was soll der hier? Da ist schon wieder das Schiff, obwohl ich es ganz woanders abgestellt hatte. Okay, das ist jetzt nicht fair. Aber egal, ich will mal kurz gucken, ob das hier überhaupt funktioniert mit seinem Streuer, dass der geblendet wird. Steht da irgendwo geblendet oder so? Ja, blind! Genau. So muss es auch, so muss es aussehen. Und dann noch schön... Während es geblendet ist, dann umbringen. Das natürlich dann mit einer Fledermaus machen. Aber das sollte ja kein Problem sein. Ich habe auch keine Ahnung, warum das nicht funktioniert, wenn ich mit Oliver hier seinen Lichtskill mache. Aber okay, wir werden das in der nächsten Folge nochmal genauer ausprobieren hier. Ich mache jetzt wieder eine... Kleine Pause.
Werde speichern. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Spaghetti mit Tomatensauce. Bis dann.